Ja, moin Leute, heute ist also der 26.07.2023. Ich melde mich sozusagen live aus dem Ernst-Happel-Stadion hier in Wien zum Rammstein-Konzert. Ich drehe mal gleich die Kamera um und erkläre euch, wie es hier aussieht. Es ist jetzt ungefähr 18.30 Uhr, Konzertbeginn ist ungefähr in einer Stunde. Das Stadion füllt sich langsam, der Innenraum wird auch immer voller. Ich drehe jetzt mal die Kamera um, damit ihr seht, wie es vor uns aussieht. So sieht also das Stadion von innen aus. Ihr seht also, die Reihen füllen sich langsam. Der Einlass dauert unheimlich lange. Es gibt viele Kontrollen, aber das muss ja heutzutage alles so sein. Ich möchte euch gerade kurz noch mal erklären. Der Innenraum, das ist der Eingang zur Feuerzone. Die Feuerzone ist der Bereich da vorne. Und dieser Bereich ist für die extremen Rammstein-Hardcore-Fans, die am liebsten das Feuer spüren können. Wer verrückt ist, steht da vorne, unser einer ist mittlerweile älter. Ihr seht die Bühne, wahnsinnig groß. Und ja, ich bin jetzt gespannt darauf, wann es dann die losgeht, wie es wird. Ich habe es ja letztes Jahr auch schon genossen und dieses Jahr wird es sicherlich nicht schlechter. Ich finde meinen Platz nicht schlecht, weil ich genau gegenüber der Bühne stehe und wirklich die Show im Gänze genießen kann. Ich werde zwischendurch ein paar kurze Aufnahmen machen, aber nicht allzu viel. Ich möchte das Konzert genießen. Seid mir nicht böse. Liebe Grüße, bis bald dann. Ciao. Hier noch einmal eine kurze Totale vom Stadion. Ja, und ich habe hier einen super Platz direkt an der Treppe. Ich kann also immer schnell hoch und runter laufen, mir ein Bier holen oder aufs Klo gehen. Und ich bin nicht so eingeengt. Das mag ich nämlich gar nicht so gerne, mittendrin zu sitzen. Also, ich weiß, ihr wünscht mir viel Spaß, ich mir auch. Ist was anderes als Springsteen, aber okay. Bis dann, ciao. Thank you.
Yeah.
Das war ein Schatten. Das war ein Schatten.